Vielen Dank an unsere Podiumsdiskutanten, dass Sie sich uns zur Verfügung gestellt haben mit Ihrer Expertise. Wir haben heute wirklich fachlich und politisch einiges zusammengekriegt. Ich möchte begrüßen Herr Dr. Stefan Hoff als Geschäftsführer des Fachverbandes Biogases, Frau Dr. Julia Verlinden als Mitglied des Bundestages und der Fraktion der Grünen, dort energiepolitische Sprecherin, Herr Martin Bäumer als Mitglied des Landtags Niedersachsen für die CDU und umweltpolitischer Sprecher der CDU Niedersachsen und Herr Dr. Peter Krautz vom DBFZ, dort Bereichsleiter für biochemische Kondensatoren. Wir wollen heute zusammen diskutieren, welche Rolle Biogas im zukünftigen Energiemix einnehmen wird. Und warum diskutieren wir das? Naja, das ist so ein bisschen, wenn man das Bild ziehen möchte, wir sind gerade in einer Situation, ähnlich wie bei der gesetzlichen Rente, wie ich finde. Ja, wir befinden uns gerade davor, dass die Babyboomer in Rente gehen. So ist es bei den Biogasern auch. Der große Brocken steht uns bevor, jetzt in den nächsten Jahren. Und vergleichbar ist es bei beiden. Ja, wir wissen das schon lange, dass das so ist, aber die regulatorischen Maßnahmen, um das System, das wir angestrebt haben, zu erhalten, ob es nun der Bestand der Biogasanlage ist oder die Energiewende, dafür sind die Maßnahmen und die Antworten noch nicht ausreichend getroffen aus meiner Sicht. Und genau da wollen wir ein bisschen einsetzen. Zunächst vielleicht aber, Herr Dr. Bauer, um uns ein besseres Bild über das, was wir auf der Habenseite mit Biogas momentan haben, zu geben, können Sie uns vielleicht noch mal ein paar Zahlen nennen, ein Bild zeichnen, was der Bestand momentan bereits erreicht hat? Das möchte ich gerne machen. Ich habe gerade in meinem Vortrag schon ein bisschen was erzählt. Aber grundsätzlich war ja die Entwicklung wirklich positiv, am Babyboom. Sie haben es erwähnt, gerade auch in den Jahren dann ab 2006, 2007. Das heißt, der eigentliche Babyboom kommt noch. Das heißt, ein bisschen ist noch hin, aber das heißt trotzdem nicht, dass man jetzt hier einschlafen kann in der Politik. Man muss jetzt aktiv werden, weil wir eben mit den 2000er Anlagen, wo sich alle Anlagen drin befinden, die vor 2000 oder in 2000 begonnen haben, die hätten letztes Mal schon an der Ausschreibung teilnehmen müssen für die Anschlussvergütung. Das hat nur ein kleiner Teil gemacht, das heißt, es ist weniger erfolgreich bis jetzt gewesen. Das heißt, es gibt schon die ersten Ausstiegsszenarien, also wirklich schwierig, und es ist eben erst der Beginn, wenn man sieht, dass wir jetzt 9500 Biogasanlagen haben. Das heißt, es sind 9500 auch Unternehmen im landwirtschaftlichen Raum oder im ländlichen Raum, wo auch viel Wertschöpfung generiert wurde, Arbeitsplätze geschaffen wurden, also wir sind bei 50.000 Arbeitsplätzen, nein, im Biogasbereich, wo auch schon ein paar verloren gegangen sind, die relativ selten dann auch geredet wird leider, aber es sind doch auch wichtige Arbeitsplätze, die hier geschaffen wurden. Und mit diesen 9.500 Anlagen wird eben über 5.000 Megawatt an Leistung bereitgestellt, also auch das ist durchaus eine Leistung, auf die man stolz sein kann, die Biogasbranche. Wir erzeugen 33 Terawattstunden Strom, zuverlässigen Strom, so wie er eben benötigt wird. Und diese 33 Terawattstunden oder auch die Leistung, die ist immer ein bisschen schwierig verständlich, was das denn bedeutet. Aber man kann ja das umrechnen, wenn es nur rechnerisch ist, an die Anzahl der Haushalte, die versorgt werden. Und das sind 10 Millionen Haushalte, die wir mit unserem Strom versorgen können, wenn man jetzt überlegt. Wir haben in Deutschland 40 Millionen Haushalte, das sind ein Viertel der Haushalte, wird rechnerisch durch Biogas schon versorgt. Also das ist durchaus ein Punkt, den man nicht nachlässigen darf. Auch die Wärme, die dahinter steht, auch jene Millionen Haushalte, die mit Biogaswärme beheizt werden. Das ist der energiepolitische Aspekt. Aber auch klimapolitisch haben wir auch etwas vorzuweisen. 20 Millionen Tonnen werden bei aktueller Biogasproduktion jährlich an Emissionen eingespart. 20 Millionen Tonnen. Und auch das ein bisschen einzuschätzen, natürlich ist es im Gesamtkontext in ganz Deutschland der gesamten Emissionen vielleicht wenig, aber wenn man jetzt mal sich zieht auf den landwirtschaftlichen Bereich, dort haben wir Emissionen, die die Landwirtschaft verursacht, der Sektor von rund 70 Millionen Tonnen. Das zeigt schon, welche wichtige Leistung Biogas im landwirtschaftlichen Sektor, gerade auch im Bereich Klimaschutz, hat. Das war doch schon eine sehr gute Einschätzung mal über unser Haben mit Biogas. Wir haben aber noch ein weiteres Fund, meiner Meinung nach, das Biogas mit auf die
Waagschale in die Waagschale legen kann. Das ist das Flexibilitätspotenzial der Anlage. Herr Dr. Kornatz, vielleicht an Sie die Frage gerichtet, warum ist dieses Flexibilitätspotenzial gerade im Hinblick auf die Energiewende so wichtig? Und ich denke hier zum Beispiel an die Netzdienlichkeit. Und haben wir denn das Potenzial der Anlagen, haben wir den Flexdeckel jetzt bereits erreicht, haben wir das Potenzial der Gesamtanlagen hier erreicht? Und werden wir nicht zukünftig, ich denke da an 80% erneuerbaren Ziel, zukünftig noch mehr Flexibilität im System benötigen? Also ich denke auf jeden Fall die ersten Ansätze, die wir jetzt bis zur Erreichung des Flexdeckels gefahren haben, die zeigen ja, wir sind auf einem recht guten Weg. Natürlich ist es richtig, es reicht noch nicht. Und auch im Sinne der stetig zunehmenden erneuerbaren, fluktuierenden Energien, die wir in Zukunft noch weiterbekommen werden oder noch weiter auch wollen, man muss sich eines klar sein, allein durch Bioenergie im Sinne von Anbaubiomasse werden wir unseren Strombedarf allein von dem Potenzial erstmal nicht decken können. Das heißt, wir brauchen woanders her, wir brauchen Wind, wir brauchen Solarenergie, aber wie gesagt, das ist der Nachteil. Wir haben hier fluktuierende Energien, die nicht gleichmäßig zur Verfügung stehen, auch wenn man das vielleicht mit großflächiger räumlicher Streuung hinbekommen kann, dass man zumindest ein bisschen Hochrandprodukt bekommt. Aber Sie kennen alle die Diagramme von Tagesverläufen und Wochenverläufen, Monatsverläufen. Es fluktuiert und wir brauchen hier Ausgleich, definitiv. Wir brauchen hier eine verlässliche, abrufbare Energie, die wir einsetzen können, wenn wir Spitzen und Täler abdecken müssen. Und hier kann die Bioenergie, die Biogastechnologie eingreifen, weil Biogas ganz einfach, und das wissen Sie, speicherbar und letzten Endes flexibel zur Verfügung steht, wenn man sie abruft. In begrenzten Maßstäben natürlich, das ist jetzt limitiert von den Gasspeichern, wie sie wie ihre Anlage konzeptioniert ist. Und da sehen wir aber auch noch Verbesserungsbedarf bzw. auch Potenziale, die hier noch schlummern, gerade jetzt in Bezug auf Gasspeicher und technische Effizienzsteigerung. Sie wissen, dass Gasspeicher-Füllstandsmessung, das ist jetzt nicht ganz trivial. Ja, Sie wissen teilweise gar nicht genau, wie Ihr Gasspeicher-Füllstand ist, und das ist letzten Endes aber auch dann nötig, wenn Sie einen realen, flexiblen Betrieb fahren wollen, hier ganz konkrete Daten und Zahlen zu haben. Und aber auch natürlich muss Ihr Direktvermarkter oder Ihr Netzbetreiber natürlich auch wissen, wie Ihr Füllstand aussieht und wie lange die Anlage fahren kann, wie er sie im System einsetzen kann. Und hier sind wir immer noch nicht so technisch ausgestattet, wie wir das eigentlich bräuchten. Anlagen werden teilweise noch Handbetrieb gefahren, ein Haus nach Fahrplan auf Papier. Das ist eine Sache, von der wir wegkommen müssen, wo wir ganz einfach durch Automatisierung und Verknüpfung in das System hinein noch höhere Potenziale generieren können. Ganz genau. Wir haben ein Flexibilitätspotenzial, das habe ich nämlich so mit. Wir haben aber auch noch Investitionsherausforderungen vor uns, gerade im Bereich Digitalisierung, um dieses Potenzial zu heben. Und vielleicht auch noch sozusagen, um die bisherige Überbauung, die wir mit dem Flexdeckel erreicht haben, qualitativer für das Gesamtsystem zu nutzen. Frau Dr. Verlinden, nun haben wir gerade in der letzten Woche den Kohleausstieg mit dem Kohlekompromiss ein Stück weitergebracht. Bund, Länder und Betreiber haben sich geeinigt unter Zurverfügungstellung einiges an Geldes, um einen Kompromiss herbeizuführen. Jetzt ist der Kohleausstieg also mehr oder weniger 2038 sicher. Im Bereich der Flexibilität ist es nun aber so, dass die Flexibilität in Form von Regelenergien, also die Deckung, das Gegenstück zur Fluktuierung von Wind, Sonne durch Kohleenergie bereitgestellt wurde, ist in einem großen Teil. Kohle wird jetzt 2038 nicht mehr dafür zur Verfügung stehen. Wie wird die Lücke gefüllt? Ist die Antwort hier Biogas, innovative KWK, oder denkt man da aus Sicht der Grünen oder der Bundesregierung in eine ganz andere Richtung? Also ich muss ja hier nicht
quasi die Position der Bundesregierung sozusagen vorstellen. Das wäre dann nur ein Meinungsgespräch. Aber ich kann ja in Abgrenzung auch dazu nochmal darstellen, wie wir Grüne uns das vorstellen. Also wir möchten ja gerne, dass schon im Jahr 2030, also in 10 Jahren, wir schon 100% erneuerbare Energien im Stromsektor haben. Und nicht sehr viel später, spätestens im Jahr 2040, 100% erneuerbare auch im Wärmesektor. Und da können Sie sich dann ausrechnen, dass massive Investitionen nötig sind, dass wir alles, was im Augenblick an erneuerbaren Energien und gerade eben auch die Biomethan-, Biogasanlagen, alle Biomasseanlagen insgesamt weiter im Markt bleiben müssen, im Gegenteil, müssen aufgerüstet werden und wir brauchen sehr viel mehr erneuerbare Energien, um genau diese Klimaschutzziele dann auch zu erreichen. Und ich mache mir sehr große Sorgen im Augenblick, dass das, was die Bundesregierung jetzt plant mit dem Kohleausstieg, darauf hinausläuft, dass sie massive neue Erdgaskraftwerke baut und die ganze Biogasbranche vergisst, beziehungsweise vielleicht auch absichtlich hinten runterfallen lässt. Und ich glaube, es ist total wichtig, da jetzt in den nächsten Wochen und ja, vielleicht dauert es auch Monate, aber möglicherweise auch tatsächlich nur noch ein paar wenige Wochen, da auch aktiv zu werden. Und das wäre dann vielleicht auch eine Möglichkeit für Herrn Bäumer, wenn Sie das teilen, was ich gerade gesagt habe, da dann entsprechend auch nochmal mit den Parteikollegen zu sprechen, weil ich habe im Augenblick die Wahrnehmung, dass das, was Herr Altmaier als Wirtschaftsminister und Energieminister macht, er redet ja viel über eine neue Gasstrategie und wir müssen schauen, wie wir Wasserstoff importieren und so weiter. Das sind ja alles wichtige Gedanken, aber das komplett losgelöst über beziehungsweise fast gar nicht über das Thema Biogas zu sprechen, halte ich für grob fahrlässig, weil das Biogas ist schon da. Wir haben die Anlagen hier. Ich möchte, dass Sie noch mehr diejenigen, die mitmachen wollen, bei der Flexibilisierung auch beteiligt werden können. Der Deckel muss weg, der Flexdeckel muss weg. Und die Ausschreibungsmengen sind viel zu gering. Ne? Ganz klar, es braucht eine Anschlussfinanzierung und es muss vor allen Dingen auch die Frage beantwortet werden, vielleicht kann ich leider von Ihnen dann auch nochmal was lernen, warum ist es auch nicht bei jeder Biogasanlage, die jetzt bei der Flexibilisierung mitgemacht hat, nicht möglich gewesen, die Kapazitäten auch, also die installierte Leistung auch entsprechend zu erhöhen, überbauen nennt man das, glaube ich. Genau. Also wo hakt es da? Was müssen wir da vielleicht noch am Gesetz ändern oder Anreize verbessern und so weiter? Weil das finde ich total wichtig. Wir Grüne haben in unserem Konzept auf jeden Fall stehen, dass wir die installierte Leistung, also die Gigawattzahlen für Biogas verdoppeln wollen, damit wir eben eine 100% erneuerbare Stromwelt schaffen. Und ob das dann am Ende die Direktverstromung vor Ort ist durch Flexibilisierung und entsprechend Einbindung in den Regelmarkt oder ob das Biomethan-Einspeisung in das normale bestehende Erdgasnetz ist und dann in größeren Kraftwerke. Ja, genau. Da diskutieren wir gerade noch und vielleicht muss das auch ein bisschen auch beides passieren und vielleicht muss auch das so ein bisschen dann auch der Markt sehen oder auch die Anbieter, die Betreiber, aber ich glaube, dass auf jeden Fall beides Lösungen sind, über die wir viel mehr reden müssen und die der Wirtschaftsminister auch entsprechend anreizen muss und unterstützen muss. Ja, vielen Dank. Genau, Herr Bäumer. Und dann geben wir das gleich mal an Sie weiter. Das Bundeswirtschaftsministerium ist ja gerade tatsächlich intensiv an seiner Gasstrategie am Werkeln und in dem Zusammenhang fällt auch immer wieder der Begriff Methanisierung von Biogasanlagen. Nun ist es ja so, dass wir als Bürger, aber auch die Betreiber die letzten 10, 20 Jahre ja intensiv Mittel in die Flexibilisierung der Anlagen gestellt haben, in die KWK-Verstromung der Anlagen. Das sind ja gebundene Mittel, die jetzt gerade eigentlich erst ihre Wirkung entfalten, wenn wir sozusagen jetzt diesen Flexibilitätsbedarf eben auch im Netz sehen. Ja, und jetzt kurz, bevor man sozusagen erst an dem Punkt ist, wo man den Nutzen als Gesamtbevölkerung einziehen kann, jetzt hier eine neue Richtung vorzugeben mit neuen Förderanreizen, die vielleicht sogar diametral, aber das werden wir danach vielleicht nochmal klären, zur KWK-Nutzung der Anlagen sind, ist das sinnvoll aus Ihrer Sicht? Ich glaube, nein. Aber lassen wir eins vorwegschicken. Ich mache mir, was die Energiewende angeht, auch wenn ich CDU-Vertreter bin, sehr große Sorgen.
Frau Verlinden und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger, schon ein paar Jahre. Wir haben festgestellt, so weit auseinander sind wir gar nicht. Wenn wir 100% deckungsgleich wären, wären wir in der gleichen Partei. Ich stelle mal an, heim zu überlegen, in welcher das wäre, ist aber auch egal. Ich mache mir große Sorgen, weil wir mit viel Euphorie einen Weg gegangen sind, von dem wir alle überzeugt waren. Wenn ich überlege, damals nach Fukushima 2011, Ausstieg aus der Kernenergie, und da haben wir gesagt, jetzt muss was anderes, was Neues kommen. Und momentan geht es uns so ein bisschen so wie so einer Klasse auf dem Klassenausflug, die gesagt hat, wir gehen jetzt heute mal oben auf den Berg. Und wir brauchen noch ein paar Meter, aber die Ersten sagen, ich habe keine Lust mehr. Ich habe Durst, dann müssen wir dann zur Toilette und sagen, ich gehe hier nicht mehr weiter. Geht so nicht, funktioniert nicht. Und andere wollen aber noch nach oben. Und ich glaube, dass wir jetzt richtig neuen Schwung brauchen, damit es weitergeht in die richtige Richtung. Da ich von Haus aus Sparkassenkaufmann bin, bin ich aber fest davon überzeugt, dass wir verschiedene Optionen brauchen. Also wenn die Grünen sagen, wir können 2030 mit 100% erneuerbar Strom produzieren, dann bin ich da persönlich ein bisschen zurückhaltend. Ich möchte das nicht riskieren. Ich glaube schon, dass wir mehrere Optionen brauchen. Aber ich glaube, wir brauchen auch das klare Bekenntnis zur Politik, auch zum Biogas. Da haben wir Geld investiert, da haben wir sehr viel gemacht, haben auch Sie sehr viel gemacht, Sie haben eigenes Geld in die Hand genommen. Das dürfen wir jetzt nicht leichtfertig aufgeben und Sie brauchen eine Zuverlässigkeit. Wenn ich mir das Stromproduktionspotenzial pro Tag mal anschaue, wir haben gestern im Umweltausschuss angehoben zum Klimagesetz, Fridays for Future war auch da. Ich habe mal parallel geschaut, was gerade so an Strom produziert wird und womit. Dann ist eines erkennbar, Sie als Biogasanlagenbetreiber, Sie sind die zuverlässigsten neben den Wasserkraftwerken. Auf Sie kann man sich jeden Tag verlassen, das ist da. Alles andere, was wir da haben, schwankt. Und wir haben in der Tat Tage, da gibt es weder Wind, da gibt es auch weder Sonne und dann brauchen wir auch was anderes. Dass wir für diese Punkte auch Gas haben aus Russland, halte ich persönlich nicht für schädlich. Ich glaube aber nicht, dass man jetzt Gaskraftwerke bauen wird, weil die vielleicht nur auch eine Chance haben, 20 Jahre zu laufen. Das wäre rausgeschmissenes Geld, die müssen länger laufen. Insofern, Position der CDU, sie brauchen Verlässlichkeit. Da hadern wir manchmal auch ehrlicherweise mit dem, was in Berlin passiert. Sage ich ganz deutlich, habe mich immer den Eindruck, als wenn bei diesem Thema, aber das gilt auch für das Thema Landwirtschaft, wäre ein anderes Thema heute Morgen, dass Hannover und Berlin da vollkommen deckungsgleich sind. Ich erlebe das auch beim Thema Wind, auch beim Thema Photovoltaik, dass manche Kollegen aus dem Süden von Deutschland, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, Frau Verlinden, dass die so manchmal irgendwie ein bisschen anders drauf sind. Die haben das nicht so wirklich erkannt. Und da sage ich Ihnen mal zu, als CDU-Vertreter aus Niedersachsen, da werden wir denen dann auf die Füße treten. Und wenn hier die Wahrnehmung ist, dass Herr Altmaier da nicht vernünftig vorangeht, dann müssen wir das mal ändern. Sie haben vorhin positiv erwähnt. Ich glaube, Sie waren das, dass Sie gesagt haben, die Bundesländer haben einstimmig gesagt, wir brauchen beim Thema Biogas eine neue Strategie. Und da war auch Niedersachsen mit dabei, da stehen wir auch dazu. Wir haben hier viele Anlagen. Aber manchmal muss man den Kollegen auch auf die Füße treten, das gehört zur Politik dazu. Und ich sage Ihnen das mal zu, dass wir das auch machen werden, weil Sie sind uns wichtig. Wir brauchen Sie. Nicht nur wegen dem Biogas, was Sie produzieren. Es gibt eine Wertschöpfung im ländlichen Raum. Ich mache mir große Sorgen, dass wir, wenn wir das aus der Hand geben und beim Wind vielleicht auch keine neuen Windkraftanlagen mehr bauen können, dass wir die Wertschöpfung verlieren. Irgendwann konzentriert sich alles auf die großen Städte und der ländliche Raum wird abgehängt. Ich war jetzt gerade letzte Woche mit dem Umweltminister in Frankreich. Da haben wir uns radioaktive Abfälle angeschaut in einer Gegend, wo sie einen Hektar Ackerland für 4.000 Euro kaufen können. Können wir hinterher mal austauschen, wo das ist, vielleicht würde einer von ihnen aussiedeln. Da ist wirtschaftlich nicht viel los. So ist Frankreich strukturiert. Ich will nicht, dass uns das genauso geht. Und deswegen brauchen Sie als Biogasanlagenbetreiber Verlässlichkeit und die muss die Politik herstellen, ob sie will oder nicht. Ja, vielen Dank. Ich habe interessant mitgenommen, dass wir uns noch zum Einschalten als Moderator, aber zur Freude der Biogasbranche in der Sache relativ einig sind. Der Bestand muss erhalten werden, der Flexibilitätsausbau muss im Fokus stehen. Bevor wir uns jetzt aber sozusagen im Wie streiten, möchte ich vielleicht nochmal Sie, Herr Konrads, wenn mir das sehr wichtig ist, nochmal fragen, Methanisierung versus Flexibilität, ist das Gegensatz, kann sich das ergänzen, also wie ist das technologisch?
Ist da Überbauung, die Motorreflexibilisierung, spielt die da noch eine Rolle, wenn ich sozusagen nachdenke, mich auf die Methangasproduktion einzustellen? So grundsätzlich ist erstmal kein Widerspruch. Ich meine, Sie verlagern letztendlich die Sache woanders hin. Sie erzeugen Biomethan in Ihrer Biogasanlage, speisen es in das Netz ein und können es an anderer Stelle systemdienlich abrufen. Vielleicht ist das für die Flexibilisierung sogar ein Vorteil, weil Sie haben ja durchaus das Problem bei Biogasanlagen mit klassischer Verstromung, kennen Sie das ja, Sie haben nicht unbedingt immer einen Wärmeabnehmer. Und wenn dann abenteuerliche Wärmekonstruktionen letztendlich geschaffen, das hat das Gesetz bis zu einem bestimmten Punkt auch begünstigt, ist mittlerweile abgeschafft, dieser KWK-Bonus, den es damals gab. Und wenn Sie jetzt natürlich die Möglichkeit haben, Gas einzuspeisen und es an der Stelle zu nehmen, und vielleicht auch nicht unbedingt zum Zweck der Verstromung, sind ja auch andere, haben so thermische, rein thermische Nutzung denkbar, haben Sie da doch vielleicht für die Flexibilisierung eine viel größere Chance, als wenn Sie es direkt vor Ort verstromen. Ja, weil Sie haben ja auch teilweise das Problem, wenn Sie an Ihrer Biogasanlage Flexibilisierung durchführen wollen, rein technisch von den Motoren vielleicht kein Problem. Vielleicht macht Ihr Netzeinspeisemodul das einfach kapazitätstechnisch nicht mit. Vielleicht macht Ihre Leitung das nicht mit. Und dann können Sie vor Ort nicht, auch wenn Sie wollen. Daran scheitern manchmal Konzepte. Und das ist auch durchaus ein Hemmnis. Und vielleicht haben Sie dann die Möglichkeit, durch Aufbereitung zu Biomethan und Einspeisung in das Erzgasnetz, was natürlich auch wieder davon abhängig ist, dass Sie möglichst eine Leitung zur Einspeisung vor der Tür haben. Aber dadurch haben Sie durchaus das Potenzial, dass Sie hier auch das zur Flexibilisierung nutzen können. Und ich würde es nicht als Widerspruch sehen. Genau, das ist ein Nebenprodukt der Dezentralisierung, die Vielfältigkeit. Es gibt viele Lösungen, aber nicht jede Lösung passt auf jeden Betreiber. Es hängt viel mit der Örtlichkeit zusammen. Aber nun wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen in die regulatorischen Hindernisse gucken, die uns zwecks Bestandserhaltung und Flexibilitätsausbau ein bisschen Fragezeichen auf die Stirn bringen. Jetzt 2020 wird ja auch aus dem Klimaschutzpaket eventuell eine Art EEG 2020 herausspringen. Ob es ein beschlossenes EEG wird oder ein Artikelgesetz oder was auch immer. Ich glaube, da ist sich das BMWi selber noch nicht so ganz sicher. Wir haben aber auch außerhalb des BMWis verrückte Fälle die Möglichkeiten, den Anreiz für den Bestandsausbau, für die Bestandssicherung zu erhöhen. Ja, und wenn ich richtig informiert bin, sind Sie auch im Beirat der BNZA. Ich hoffe es, wenn nicht, dann nicht mehr. Aber vielleicht trotzdem die Frage an Sie, die Ausschreibung für den Bestand lief mir ja sehr schleppend in den letzten Zeiten, waren aus Sicht der Branche unterdeckt. Die BNZA hat auch bereits jetzt schon regulatorische Mittel an der Hand, um den Höchstwert in diesen Ausschreibungen zu erhöhen. Bisher ist das aber noch nicht passiert. Wie sehen Sie das persönlich? Ist das ein Ansatz? Warum sperrt man sich dagegen? Haben Sie da vielleicht eine Meinung dazu? Ja, also ich habe ja eben schon versucht, es auf die höfliche Art und Weise zu formulieren. Ich glaube, das Biogas hat halt im zuständigen Wirtschafts- und Energieministerium, also bei Herrn Altmaier, nicht die großen Unterstützer, leider. Und ich befürchte einfach, dass auch wenn wir in diesem Jahr im Bundestag über eine Novellierung vom Erneuerbaren Energiengesetz diskutieren werden, dass die Situation sich nicht deutlich verbessern wird zu dem Stand, in dem wir gerade sind. Das befürchte ich einfach. Und wir als Grüne wollen, dass genau das, was zu Recht von vielen gesagt hat, wir wollen endlich Verlässlichkeit, wir wollen Planungssicherheit, wir wollen Beitrag leisten, dauerhaft für die Energiewende, wir wollen eben Wind- und Sonnenenergie ergänzen und dazu wollen wir eine wichtige Aufgabe übernehmen und das wollen wir auch, aber ich befürchte einfach, dass es eben, ja, im Zweifel kommt es zu dem Versprechen, ne? Also das Herr Bäumer sagt, ja, die Branche braucht Verlässlichkeit. Ja, aber wer ist denn seit
14 Jahren auf der Bundesebene in der Regierung und hat das nicht auf die Reihe gekriegt. Also ich muss das jetzt einfach mal so ganz offen sagen, dass ich da von der CDU sehr enttäuscht bin, dass sie das nicht entsprechend umsetzt. Und erstaunlicherweise hört man von der CSU immer wieder auch unterstützende Worte, wie wichtig das sei mit der Biogasbranche, aber tatsächlich passieren, also in Form von Gesetzen und in Form von Förderung und in Form von Unterstützung, sehe ich dann leider seit Jahren nichts. Und das macht mich sehr wütend. Und ich glaube, dass wir natürlich viele verschiedene Debatten in diesem Jahr im Bereich Energie- und Klimapolitik führen würden, die Biogasbranche extrem betreffen. Also dazu gehört beispielsweise ja auch der CO2-Preis, der im nächsten Jahr eingeführt wird. Dazu gehört beispielsweise auch, wie entwickelt sich auch der CO2-Preis im europäischen Emissionshandel. Also wie teuer wird sozusagen auch eine Kilowattstunde Kohlestrom? Und wird das dann auch eine Chance beispielsweise für die Biogasbranche, wenn, ich sag mal, die fossilen, konventionellen Kraftwerke im Vergleich teurer werden? Und ich finde, ich habe dafür sehr viel Sympathie, dass natürlich für die Dienstleistung, die eine Kilowattstunde oder die eine Biogasanlage leistet und nicht nur in Anführungszeichen die Kilowattstunde, die sie produziert, sondern dass sie genau dann produziert, wenn wir sie brauchen, dass das natürlich entsprechend honoriert wird. Das muss sich rechnen, das muss entsprechend kosten und das muss auch der Stromverbraucher, derjenige, der den Strom aus dem Netz zieht und der Versorgungssicherheit haben will, das muss der auch entsprechend bereit sein zu zahlen. Deswegen finde ich, bevor jetzt die Bundesregierung massive Subventionen raushaut, was sie nämlich plant in ihrem Kohleausstiegsgesetz, hat die Bundesregierung aufgeschrieben, wie massiv sie neue Erdgas-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, insbesondere in Süddeutschland, subventionieren will. Und ich finde, das ist eine Katastrophe, wenn sie das tut, weil sie damit nämlich deutlich macht, Erdgas ist uns wichtiger als Biogas. Das finde ich ein fatales Signal. Und vor allen Dingen schafft sie uns damit wieder eine neue Debatte, wenn diese Kraftwerke dann in 20 Jahren spätestens abgeschaltet werden müssen, weil wir allein aus Klimaschutzgründen, die ja natürlich nicht mehr mit fossilem Erdgas betreiben können. Und dann kommt die nächste Diskussion darüber, ne, Sie haben sie eben angesprochen, Milliarden Euro von Entschädigungen, weil die Kraftwerksbetreiber jetzt erstmal diese Dinger da hochgezogen haben. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass wir gerade in dieser Kohleausstiegsdebatte sagen, hey, die Biogasbranche ist schon da, die kann noch optimiert werden, also noch mehr optimiert werden, dafür braucht es aber auch entsprechende Anreize, dafür muss entsprechend auch die Gesellschaft bereit sein, das zu zahlen, was es eben kostet. Und dann kann sie eben diese Dienstleistung, kann sie diese wichtige Aufgabe auch übernehmen. Und das erwarte ich, dass das dann auch entsprechend politisch umgesetzt wird. Aber leider, ich sehe im Augenblick nicht die Mehrheiten dafür im Bundestag. Leider stellt sich die SPD und die CDU nicht so auf, dass sie das deutlich macht, dass ihr das ein wichtiges Anliegen wäre. Aber ich werde sie als Grüne weiter daran erinnern und treiben und sagen, hier, wenn ihr Energiewende und Klimaschutz ernst meint, dann müsst ihr jetzt was, und zwar jetzt, dieses Jahr, was für die Biogasbranche. Ja, Herr Bäumer, Sie haben es ja schon angesprochen, die sind ja nun auch für die CDU Niedersachsen tätig. Als Antwort auf dem, was Frau Verlinden gerade gesagt hat, wie kann denn die CDU Niedersachsen, wie können denn die Länder auf diesen politischen Prozess einwirken? Wir haben es jetzt beim Klimapaket gesehen, gerade wenn es um das Thema Steuerverteilung ging, gab es ja durchaus einen Hebel für die Länder, sich auch eben da sozusagen mit in den Gesetzgebungsprozess einzumischen. Jetzt ist das beim Steuerrecht etwas einfacher als bei anderen Angelegenheiten. Gibt es da einen Hebel, den Sie sozusagen bedienen können, um die Position der Biogasbranche hier, die Sie auch unterstützen, voranzubringen? Ja, zunächst möchte ich Frau Verlinden an einer Stelle widersprechen. Dann macht es dem Moderator vielleicht ein bisschen mehr Spaß. Sehr gerne. Jetzt die CDU die letzten 14 Jahre Thema Biogas nicht auf die Kette bekommen hätte, dann gäbe es heute keine Wintertagung. Das war immer schwer, das war auch nicht immer einfach. Jeder hat auch Beispiele dafür, dass ihm was nicht gefallen hat. Aber in den letzten 14 Jahren ist Biogas produziert worden. Also dass wir da dauerhaft dummes Zeug gemacht hätten, würde ich sagen, entspricht nicht der Wirklichkeit. Das Zweite ist, ich war Ihnen ja vorhin sehr dankbar, dass Sie gesagt haben, man kann Biogas auch methanisieren und ins Erdgasnetz einspeisen. Ich habe mir einen Moment lang überlegt, was hilft Ihnen das, wenn Sie das ins Erdgasnetz einspeisen, aber daraus keiner Strom oder Wärme machen.
Mach's mal relativ einfach, wenn Sie Ihr Biogas ins Erdgasnetz einspeisen und dann kann Martin Bäumer da, wo er wohnt, in der Nähe von Osnabrück, daraus Wärme machen. Super. Wenn wir daraus Strom machen wollen, brauchen wir Kraftwerke. Die nennen sich Gaskraftwerke. Das sind dann die von Frau Verlinden so böse bezeichneten Gaskraftwerke in Süddeutschland. Also wenn Sie das Signal ausgeben, hier produziert alle Biogas für das Erdgasnetz, dann braucht es auch jemand, der das Ganze wieder rückverstromt. Sonst macht das alles keinen Sinn. Also wenn wir die Gaskraftwerke völlig aus dem Markt gehen lassen, dann macht es für Sie keinen Sinn, dann müssen Sie weiter im Strom betreiben. Ich wollte das nur nochmal klarstellen, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Mir wäre wichtig, dass wir in Zukunft eine relativ große Auswahl haben. Ich mache mir Sorgen, weil wir jetzt schon Januar 2020 haben. Ich habe in 17 Jahren im Landtag einiges lernen dürfen. Wenn man als junger Mann aus der Sparkasse kommt und glaubt, die Dinge gehen so schnell wie in der Sparkasse, dann wird man in der Politik relativ schnell enttäuscht, weil da dauert immer alles länger. Wir hatten uns mal noch überlegt, dass wir das Klimagesetz vielleicht noch so vor Ostern im Landtag durchbekommen. Und morgen rief mein Kollege an und sagte, du, was ich gestern so mitgenommen habe, das schaffen wir doch frühestens in der Sitzung nach Ostern. Nicht? Also es verschiebt sich immer. Wenn ich mir überlege, das auf Bundesebene, und da sind wir beide, glaube ich, relativ die schlechten Ansprechpartner, weil Frau Verlinden ist bei den Grünen nicht mehr im Landtag. Aber die haben jetzt noch Zeit bis September 2021. Das kann ganz schön knapp werden, wenn man so die parlamentarischen Prozesse kennt. Also wenn sich die beiden großen Koalitionen, CDU und SPD, sich nicht wirklich auch zusammenreißen und sagen, wir machen da jetzt was, irgendwann, vermute ich mal so ab Herbst oder Winter, werden die alle im Wahlkampfmodus sein. Am guten Weg kriegen sie dann die nächste Bundestagswahl. Und insofern haben Sie recht, Herr Kretschmer, es ist unsere Aufgabe, Druck zu machen. Das können wir als CDU Niedersachsen im Landtag zum einen über weitere Initiativen im Bundesrat. Da ist, glaube ich, jetzt was Gutes passiert. Wir müssen aber auch unsere Kanäle nutzen. Es soll ja auch Abgeordnete des Deutschen Bundestages aus Niedersachsen geben, die CDU-Mitglied sind. Gibt es ja so ein paar, habe ich gehört. Also, auch denen müssen wir deutlich sagen, was wir davon halten. Wir haben als CDU jetzt unsere jährliche Jahresauftaktklausurtagung in Walsrode, die ist am Freitag und am Samstag. Ich nehme das Thema mal mit und sage den Kolleginnen und Kollegen, dass sie da an der Stelle eine Baustelle haben, weil die kommen ja auch fast alle aus dem ländlichen Raum. Das kann an denen ja auch nicht vorbeigehen, das Thema. Ist die Ländervertretung in Berlin da auch ein weiterer Hebel? Meinen Sie unsere Landesvertretung? Ihre Landesvertretung? Ja, natürlich. Ja auch fähige Leute, die das ganze Thema kennen. Also, wenn man Politik gestalten will, das weiß Frau Verlinden auch, dann muss man jetzt viele verschiedene Optionen haben, da gibt es nicht die eine Option. Vor allem aber ist, glaube ich, wichtig, das nehme ich auch mal mit aus dem, was Frau Verlinden gesagt hat, wenn das wirklich so sein sollte, dass das irgendwie kein Thema ist, dann müssen wir es zum Thema machen, immer wieder penetrieren. Sie müssen es in der Politik, das weiß Coca-Cola auch, Sie müssen es wiederholen. Erst wenn Sie es wiederholen, also wenn Sie mal Greta, als sie den ersten Tag da gesessen hat, da in Stockholm, hat sie keiner beachtet. Als sie das 10-mal gemacht hat, ist sie beachtet worden. Die erste Demo von Fridays for Future haben auch alle gedacht, na, das legt sich wieder. Irgendwann ist es beachtet worden. Ich glaube, wir müssen auch vermutlich das Thema Biogas noch deutlicher penetrieren, weil von alleine passiert da nichts. Wer glaubt, dass von alleine was in der Politik passiert, der wird eines Besseren belehrt. Aber ich sage Ihnen mal zu, ich glaube, das macht sich heute vor, als wir für den Verfahren Biogas als Partner, als politischer Partner angeboten. Ich habe ja auch einen Kollegen, der eine Biogasanlage betreibt, Karl Ludwig von Damwitz, wohnt hier ganz in der Nähe in Schneverding, der ist bei dem Thema auch im Bilde. Was Sie mir aber noch beantworten können, es soll auch ein Austausch sein. Ich habe letzte Woche was zugespielt bekommen aus dem Bereich Kloppenburg. Da hat mir ein Landtagskollege berichtet, EWE hätte schon zum wiederholten Mal eine Biogasanlage abgestellt, wegen der sogenannten Eismann-Abschaltung. Und die hatten dann ihre Videos gepostet, da wie das Gas da abgefackelt wird. Und waren stinksauer, weil sie den Strom vergütet bekamen, aber halt eben die Wärme, die sie dann verkaufen können, nicht. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, ich bin jetzt kein Fachmann, was das angeht, aber Verständnis dafür habe ich nicht. Und wenn ich den nicht habe, dann normale Bürger die auch nicht. Weil wenn wir schon erneuerbare Energien produzieren, dann müssen wir die auch nutzen und nicht einfach abfackeln. Vielleicht kann mir einer von Ihnen beantworten, was da der Hintergrund sein kann. Vielleicht direkte Antwort darauf, die Eismann-Abschaltung ist also für eine Notabschaltung, die dann zum Tragen kommen, wenn die Netze voll sind. Und eigentlich wäre es natürlich wünschenswert, wenn die Erneuerbaren zuletzt abgeregelt werden. Das ist normalerweise auch der Fall. Dann wäre es aber noch wünschenswerter, wenn es
auch bei den Erneuerbaren eine Reihenfolge geben. Nicht alles, was jetzt dann der Kollege da sich gewünscht hat, dass er nicht gerne ein Wärmenetz hat, er hat zwar kein Problem damit, dass ihm der Strom vielleicht abgeschalten wird, weil er das erstattet bekommt, aber er möchte natürlich trotzdem Wärme erzeugen und kann auch nicht mehr an den Energiemärkten auch teilnehmen. Was man auch ist, man kann nicht mehr an den Strommärkten teilnehmen, kann nicht mehr direkt vermarkten. Und da wäre der Wunsch, dass man Biogasanlagen mit Wärmenutzung nochmal nachrangig schaltet. Und hier gab es schon oft Initiativen gegenüber der BNetzA, die dann immer nicht so erfolgreich waren. Also hier diese Regelung jedenfalls. Das dauert immer ewig. Und das ist auch eine Kritik an der Politik. Das dauert immer ewig. Das ist, irgendwann ist es auch zu spät. Sie haben es gesagt, in 14 Jahren haben Sie jetzt vielleicht nicht alles falsch gemacht, aber auch nicht alles richtig. Also es ist jetzt nicht so viel passiert, dass man sagen kann, jetzt hier die Betreiberschaft ist eine Euphorie und freut sich auf die nächsten 10 Jahre. So ist es eben bei weitem nicht. Man hat es mit Ach und Krach hinbekommen, 2017 eine Anschlussregelung reinzukommen, was grundsätzlich nicht schlecht ist, bloß eine nicht funktionierende Anschlussregelung ist auch nicht gut. Und wenn vorhin auch schon die Frage kam, warum agieren manche Betreiber nicht oder können nicht agieren, das liegt daran, dass jetzt seit 14 Jahren zu wenig passiert ist, man auch wenig Zutrauen hat in die Zukunft. Und deswegen muss dieses nächste Signal sitzen, und zwar schnell sitzen. Und da hoffe ich schon, dass Sie, wie Sie angehört haben, auch mit den CDU-Kollegen sprechen, dass auch die Entwürfe, bevor es überhaupt Richtung Länder geht, dass die Entwürfe auch schon mal stimmen, dass man eben nicht alles noch reinverhandeln muss zu Biogas, sondern dass vielleicht schon mal was drinsteht, was Positives. Das wäre auch ein wichtiges Zeichen auch an die Betreiber, dass man wirklich auf sie vertraut. Weil so hat man wirklich das Gefühl, man wird über links liegen gelassen. Und wenn dann Investitionen anstehen, dann überlegt man schon dreimal, ob ich es denn tue, ob es sich denn noch lohnt. Und Investitionen sind in den letzten Jahren dauernd zu machen gewesen. Jetzt nicht, weil ich zum Beispiel was Positives bewirken will, Richtung Flexibilisierung, sondern die Anzahl der Auflagen ist ja auch massiv gestiegen für die Biogasanlagen, die alles mit der bestehenden Vergütung ja auch bewerkstelligen müssen. Und das ist nicht immer einfach. Und da ist gerade bei den Auflagen, das sind wir jetzt bei Niedersachsen, dass Niedersachsen eben nicht, sagen wir, das Grundvorbild im Biogasbereich, sondern dass, wenn wir als Bundesverband mit unseren Regionalgruppen reden, dann heißt es ja, Bayern läuft das ganz gut, aber bei uns in Niedersachsen, da geht gar nichts. Also da ist zum Beispiel ein typisches Beispiel, Umsetzung Düngeverordnung, Möglichkeit überbetriebliche Lagerung, das ist kurz vor Weihnachten, kurz vor knapp geregelt worden, Niedersachsen, dass nicht Anlagen stillgelegt werden mussten, weil man nicht Behälter der Landwirtschaft weiter nutzen dürfte. Da waren andere Bundesländer deutlich schneller und das führt natürlich alles nicht dazu, dass man sich wirklich wohlfühlt. Und hier gibt es auch tatsächlich auf Länderebene Ansatzpunkte, gerade wenn ich jetzt auch im Genehmigungsbereich nachdenke und im landwirtschaftlichen Bereich. Da ist ja dann nicht immer nur der Bund zuständig, weil der Bund natürlich auch dort viel regelt. Und da wäre es mein Wunsch, dass man sich auch bei den Ministerien jetzt auch mal austauscht. Und auch, es gibt ja auch eine CDU-Ministerin, die sich sehr positiv äußert zu Biogas, die auch hier sagt, sie möchte was erreichen, sie möchte 70% oder 60-70% der Gülle in Biogas haben, was ja auch so richtig ist. Und sie hat auch, glaube ich, verstanden, so was ich so von Treffen mitbekommen habe, dass ja über bestehenden Anlagen schon relativ viel Gülle ja genutzt wird, dass die Gefahr ist, dass es wieder rausgeht. Aber da funktioniert immer noch der Austausch zwischen den Ministerien nicht. Also da die Umweltministerin, okay, das sind andere Kollegen, hat Wünsche, Landwirtschaft hat Wünsche, Wirtschaft hat Wünsche und einigen tut man sich auf gar nichts. Man verschleppt das und das führt dazu, dass jetzt umso später es wird, umso weniger können dann die Anlage tatsächlich noch zukunftsfähig machen. Weil momentan fährt man viele Anlagen auf Verschleiß, weil man eben nicht weiß, wie es weitergeht. Und da muss jetzt das Signal kommen und da könnte bei der CDU-Klausur durchaus sein, das GEG wäre schon wünschenswert, dass es so wie geplant eigentlich vor der Sommerpause da ist. Was auch immer drin steht. Also natürlich wäre es gut, wenn was Gutes drin steht, weil dann wäre es das Signal, es geht weiter. Wenn das Signal schlecht ist, dann wissen die Betreiber auch Bescheid. Dann werde ich mit dem nicht mehr investiert. Aber das wäre dann schon ein wichtiger Wunsch von meiner Seite. Ja, wir können mitnehmen, dass die Länder eben nicht nur Richtung Berlin wirken können, sondern auch gerade sozusagen in der administrativen Umsetzung, in der administrativen Ausgestaltung passiert eben viel auch auf Länder und auf Länderebene. Und hier kann man auch sicher viel Entlastung gebrauchen als Biogasbranche und auch als Landwirte.
Herr Rau, vielleicht nochmal konkreter, wir haben jetzt quasi gesagt, okay, wir brauchen das EEG-Paket eigentlich bis Mitte 2020. Was wären denn Mindestforderungen aus Sicht des Fachverbands? Sie hatten es ja erst auch schon in Ihrem Vortrag angedeutet, Stichwort Ausbau, sichere Ausbaufahrt, aber auch im Bereich Flexibilisierung. Was stellt sich da die Branche vor? Ja. Also da kann man wirklich die Länder loben, also diese Bundesratsinitiative, die ja dann beschlossen wurde am 20.09., wurde ja vieles schon aufgegriffen, was wir uns als Branche auch wünschen. Das sind einige Punkte, die jetzt auch gerade schon angesprochen wurden, nämlich dass der Ausbaupfad fortgeführt wird nach 2022 und auch so fortgeführt wird, dass eben der Bestand da auch Berücksichtigung findet, dass er auch da reinpasst in diesen Ausbaupfad, der auch zu den Zielen der Bundesregierung passt. Es ist ja nicht so, dass das nicht zusammenpasst. Also man sieht, dieses Klimaschutzprogramm wünscht sich 42 Terawattstunden aus Biomasse in 2030. Bei gesteigerter Leistung, das passt sehr gut zusammen mit dem, was wir jetzt erzeugen, nämlich dass wir das weiter erzeugen und auch mit noch höherer Leistung. Und das muss ich dann unterfüttern, das heißt, ich muss diese Ausbaupfad definieren, muss ich reinschreiben. Eigentlich ist es ja schon Konsens über das Klimaschutzprogramm, also muss ich da nicht mehr groß diskutieren, das wäre ein Wunsch, dass es tatsächlich auch im ersten Entwurf dann schon drinsteht, dieser Ausbaupfad, wenn er eigentlich schon beschlossen ist. Und dass man nicht als Branche da noch dahinterher sein muss oder als Länder dahinterher sein muss. Und dann der zweite Wunsch ist, wenn ich diese Pfade habe, ist es natürlich schön und gut, kann ich mir als Betreiber erstmal nichts kaufen dafür. Und die Ausschreibungen waren jetzt schon nicht voll. Das heißt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen passen nicht. Das heißt, ich muss die Höchstgrenze erhöhen. Und Angst vor Überförderung brauche ich nicht haben, weil die Ausschreibungen ja auch schon in sich so angelegt sind. Nehmen wir an, es wird dauerhaft überzeichnet, dann würde ich automatisch eine Konkurrenz haben, dann würden die Preise sinken. Das heißt, eigentlich brauche ich keine Höchstgrenzen in einem Ausschreibungsdesign, weil sich das eigentlich durch diesen Marktmechanismus nicht unbedingt dafür Angst hat, muss ich halt welche reintun, aber dann dürfen die nicht so niedrig sein, dass es nicht wahrgenommen wird. Das sind eigentlich mit die zwei Kernforderungen, dass man hier eine auskömmliche Wirtschaftlichkeit schafft für den Bestand, wenn nur so geht es weiter. Und der zweite wichtige Punkt, wenn man jetzt diese Ziele aus dem Klimaschutzprogramm sieht, ist das Thema Flexibilisierung. Das wird nur weiter angegangen, wenn diese Zusatzkosten auch honoriert werden. Und da sind wir beim Flexdeckel, Abschaffung vom Flexdeckel. Und ein anderer Punkt, wo ich auch ein bisschen Hoffnung drauf setze, ist, momentan ist die Flexibilisierung an den Märkten noch nicht so honoriert worden, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Es lag daran, dass wir noch viel zu viel fossile Kapazitäten am Netz haben, die wir gar nicht brauchen. So, da ist ohne Knappheiten keine Märkte, keine Anreize. Auch hier kann man durchaus ambitionierter sein oder über CO2-Preis kann es vielleicht sowieso passen, nämlich was wir den Marktexperte uns sagen, ob das automatisch reicht. Aber hier, Flexdeckel sollte auf jeden Fall abgeschafft werden, auch das zeigen, aber sonst diese Lücke, die ich jetzt schon habe, noch viel länger. Herr Dr. Kornatz, zum Thema Flexdeckel, wimmelt es als Branche durchgesetzt bekommen, tatsächlich diesen wieder wegzunehmen, die Flexibilitätsprämie wieder ins Leben zu rufen. Reicht es aus, im Status quo dann weiterzufahren? Oder müssen wir auch sozusagen als Branche Zugeständnisse machen, die Ausgestaltung der Bedingungen für den Beanspruch der Flexibilitätsprämie, dass sie erhöht werden müssen, damit wir mehr tatsächliche Flexibilität am Ende herausbekommen? Wir müssen vor allem darauf achten, dass wir, wenn wir Flexibilitätsprämien einsetzen, Flexdeckel fallen lassen, nicht nur Flexibilität etablieren, die nachher auf dem Konto landet, sondern auch die technisch letztendlich umgesetzt wird. Das heißt, es gibt ja einige Biomasseanlagen, die zwar auf dem Papier flexibilisiert sind, aber nicht tatsächlich das technische Verfahren. Das ist ein bisschen das Problem und hier muss man das Anreizsystem, denke ich, ändern und tatsächlich auch das schaffen, dass man Anreize hat, eine gelebte Flexibilisierung hier tatsächlich durchzusetzen und auch zu kontrollieren, dass auch die Kapazitäten, die flexibel geschaffen werden, auch für die Flexibilität zur Verfügung stehen tatsächlich und dass es technisch auch machbar wird, dass man die Anlage auch flexibel fahren kann, sprich durch die Vernetzung und dass man die Technik etabliert, dass man die Anlagen auch fremd steuern kann und dass sie praktisch, wie es beim Direktvermarkt dann auch ist,
in Pools zusammengefasst werden können, dass man auch die technischen Möglichkeiten hat. Und auch diese Rahmenbedingungen müssten letztendlich auch geschaffen werden. Und man muss natürlich auch daran denken, dass man möglichst auch die technischen Voraussetzungen von Seiten der Stromeinspeisung schafft, wenn man Einspeisepunkte hat oder Leitungskapazitäten, die nicht reichen und man möchte es unbedingt an diesem Standort haben, dass man auch hier vielleicht diesen Netzzugang erleichtert und den Netzzugang auch die technischen Voraussetzungen hierfür schafft. Ja, auch hier müssen wir uns quasi als Branche ehrlich machen, wenn wir sozusagen eben gleichzeitig fordern, weiterhin die Flexibilität gefördert zu bekommen. Auch der Fachverband hatte meiner Meinung nach schon Ansätze in der Richtung. Genau, ich wollte es gerade sagen. Also, denn wir haben ja im Forderungspapier genau das drin, haben da auch schon was aufgenommen, dass man sagt, ja, okay, wenn man es jetzt neu auflegt, dann macht man gewisse Mindestanforderungen rein, um eben quasi auch zu zeigen, ja, es ist dann auch eine, in Anführungszeichen, eine gute Flexibilisierung, was ihr bekommt als Politik, als Entscheidungsträger, wenn ihr dieses Signal gebt, wir wollen in diese Richtung weitermachen. Frau Verlinden, jetzt haben wir ja wieder einiges gehört, sozusagen, was die Branchenforderungen sind. Gleichzeitig, Ihre Partei haben Sie auch gesagt, Energiewende eher schneller als später, Kohleausstieg eher schneller als später. Wir haben jetzt schon festgelegte Ausbauziele, wenn ich mir da 2050 angucke, 2035 von 60%. Im Klimapaket ist sogar 65% angestrebt erneuerbare Produktion. Wie wird das zu erreichen sein unter den ja, momentan politischen Hemmnissen? Ich erinnere da an Windabstandsregelungen, Einschränkung von Photovoltaikflächen. Ja, vom Ausbau Biogas ist ja gar nicht die Rede, sondern wir reden ja nur vom Bestandsschutz, wenn überhaupt. Wie genau, sieht die Perspektive aus? Ja, genau, das ist ja das Problem. Also mit den derzeitigen Rahmenbedingungen, die Sie ja, also die GroKo-Bundesregierung festgelegt hat und die gerade existieren, damit schaffen wir das natürlich nicht. Und deswegen ist es aus meiner Sicht oder aus unserer grünen Sicht ja auch so wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen verändern, damit, dass wir jetzt die EEG-Novelle nutzen, ein klares Signal zu senden an die Branche, ein klares Signal auch in die Bevölkerung hineinzusenden. Wir brauchen alle erneuerbaren Energien zusammen. Wir brauchen mit Sicherheit keine Abstandsregelungen wie die jetzt, die in Berlin da rumerzählt werden, die ja zum Glück noch nicht beschlossen sind. Also für Windenergie 1000 Meter, das ist ein Witz, also es geht echt nicht. Dann können wir alles vergessen, was wir auch international zugesagt haben. Was mich nochmal so besonders ärgert, ist, dass die Bundesregierung so im Augenblick ja riskiert, dass wir sehr, sehr hohe Strafzahlungen in Brüssel tätigen müssen, weil wir unsere Klimaziele nicht erfüllen. Weil wir im Bereich Wärme und Verkehr gezielte Treibhausgasminderungsziele haben, wie wir mit mehr Energieeffizienz und mehr Erneuerbaren auch im Wärme- und Verkehrssektor weniger CO2 emittieren sollen. Und Deutschland hat da klare Ziele vorgegeben gekriegt von der EU oder hat auch gesagt, ja, da machen wir so mit. Und in diesem Jahr wird es wahrscheinlich so aussehen, dass Deutschland Strafe zahlen muss. Und wenn wir Pech haben, hunderte von Millionen Euro, vielleicht bis zum Jahr 2030 Milliarden von Euro. Das sind unsere Steuergelder. Weil wir beim Klimaschutz nicht schnell genug vorankommen, weil die anderen Länder in Europa besser sind, weil die das ernster nehmen, das Thema, weil die eben die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen, damit wir bei den erneuerbaren Energien vorankommen. Und das ärgert mich so besonders, weil dann würden wir doch diese Milliarden Euro lieber jetzt nehmen, vernünftige Anreize setzen für eine Energiewende, gerade auch im Wärme- und Verkehrssektor, aber das passiert nicht. Und das ist das, was ich glaube, was nochmal besonders ärgerlich ist, weil für diejenigen, die dann wir alle als Steuerzahler das dann ausbaden müssen, weil das so eine inkonsequente Politik ist. Und ich kann die Punkte, die Erwartungen vom Fachverband Biogas jetzt auch für die EEG-Novelle, kann ich alle teilen, finde ich alle richtig. Werden uns auch für einsetzen. Und es ist ja auch nicht ganz zufällig, dass diese Bundesratsinitiative, die jetzt auch schon mehrfach angesprochen wurde, aus den Ländern Thüringen und Rheinland-Pfalz kommt, von Grünen, Umwelt- und Energieministerinnen, die sich zusammengesetzt haben und haben gesagt, so geht das nicht weiter. Wir müssen jetzt als Bundesrat der Bundesregierung mal sagen, wohin die Reise gehen soll. Natürlich reicht es nicht, das im Bundesrat dann zu beschließen. Und ich freue mich ja, dass Niedersachsen dann da auch mitgemacht hat.
sondern es muss dann auch die Bundesregierung jetzt auch tun. So. Und das erwarte ich, dass die das neben ihren ganzen Diskussionen um Wasserstoff und so weiter, finde ich eine wichtige Debatte. Aber im Augenblick fokussiert es sich doch sehr stark darauf, ja, wo können wir denn dann Wasserstoff produzieren, in Norwegen oder in der Sahara oder sonst wo und dann irgendwie importieren. Und noch ein Beispiel zum Thema schnelle Entscheidungen. Ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Gerade weil ich Umweltwissenschaftlerin bin und weil ich weiß, wir haben bei der Klimakrise nur noch wenige Jahre, um wirklich einen entscheidenden Unterschied zu machen. Aber was mich dann wirklich sehr wundert, ist, dass bei bestimmten politischen Entscheidungen, beispielsweise Subventionen, unsere Steuergelder, Subventionen für LNG-Terminals, also für den Import von gefrechtem Erdgas aus USA, da ist die Bundesregierung ganz, ganz schnell gewesen. Das war innerhalb von ein paar Wochen, war diese Gesetzesänderung formuliert, dann kamen sie ins Parlament, dann haben wir im Ausschuss diskutiert, die Grünen haben dagegen gestimmt, aber es wurde umgesetzt. Und ich habe mich gefragt, warum können wir das nicht bei den anderen energiepolitischen Dingen so schnell machen? Weil die sind auch dringend und auch nötig. Und daran sieht man, dass dann schon leider öfters unterschiedliche Prioritäten eben sind bei denjenigen, die im Augenblick die Mehrheit im Parlament haben. Und ich hoffe, dass Sie mit den Beispielen, was Ihre eigene Anlage angeht, mit Ihren Kontakten auch zu Abgeordneten aus Ihrem Wahlkreis und, es uns allen gemeinsam gelingt, diese Dringlichkeit für das Thema Biogas jetzt auch für diese EEG-Novelle, aber eben auch generell jetzt auch im Rahmen des Kohleausstiegsgesetzes und KWK und so weiter nochmal darauf hinzuweisen und auch zusätzlich nochmal ein neues Förderprogramm für Wärmespeicher zu fordern. Weil das finde ich auch eine ganz wichtige Sache, damit wir nämlich diejenigen Anlagen, die flexibilisiert sind, auch die Möglichkeit geben, nochmal expliziter auch die Wärme, die sie erzeugen, zu speichern, so wie die Dänen das ja auch in großem Maßstab tun mit saisonalen Speichern, damit wir da dann auch nochmal einen Benefit haben für die jeweiligen angeschlossenen Menschen am Nahwärmenetz. Aus meiner Sicht, das würde ich vielleicht nochmal gerne an Sie, dann wollen wir weitergeben. Sollten wir uns nicht die Frage stellen, ist es aus volkswirtschaftlicher Sicht nicht günstiger, Subventionen dort zu verteilen, wo wir sozusagen auch systemische Notwendigkeit haben und volkswirtschaftlich aber eben zum Beispiel durch die Strafzahlung nach Brüssel günstiger zu kommen. Ja, weil wir hier immer sozusagen auch im Bereich der erneuerbaren Energien gerne davon reden, wir peppeln die so mit, die kommen gar nicht an den Markt heran. Ja, aber vielleicht ist es sozusagen auch im Bereich der Biogas, im Bereich der Systemdienstleistung eben genau der Preis, den wir zahlen müssen, weil wir gesamtvolkswirtschaftlich eben günstiger dadurch kommen und überhaupt erst unsere erneuerbaren Ziele dadurch erreichen. Wenn es um Geld geht, dann müssen Sie einen Sparkassenkaufmann nicht katholisch machen lassen. Natürlich ist das günstiger, wenn Sie das Geld irgendwo einsetzen, als wenn Sie es einfach nach Brüssel überweisen. Also ich mal ein Knöllchen bekomme für eine Geschwindigkeitsübertretung, was ganz selten passiert, sagt meine Frau auch immer, sie wirst ja mit mir essen gehen können, hätten wir beide was davon gehabt. Jetzt gibst du das der Gemeinde, dem Landkreis oder der Polizei. Drei Anmerkungen wollte ich machen. Erstens, dass andere Länder weiter sind und Europa ärgert mich auch vorfällig. Ärgert mich wahnsinnig, weil ich damit geboren bin und aufgewachsen bin, dass mir erzählt worden ist, Made in Germany, da steht ganz oben, und wir deutschen Ingenieure können eigentlich alles besser als die anderen. Dass man dann miterlebt, dass andere an einem vorbeiziehen, ärgert einen. Man darf aber einen kleinen Aspekt, der nicht unwesentlich ist, dabei nicht vergessen. Ich war letztes Jahr mit dem Umweltminister in Finnland. Und da haben uns die Finnen erzählt, sie hätten mit dem Kohleausstieg kein Problem, weil sie hätten ja ihre Ökoenergie. Dann habe ich mal gefragt, was ist denn eure Ökoenergie? Ist das irgendwie Holz oder Sonne oder Wind? Nee, haben die gesagt, Kernenergie. Das muss man an der Stelle wissen. Wir Deutschen gehen weltweit einen ganz besonderen Weg, weil wir aus der Kernenergie aussteigen, die andere als CO2-freie Energie nutzen. Ich will das nicht weiter ausführen, aber ich will das nur mal einwerfen. Damit Sie jetzt nicht völlig frustriert gleich in die Mittagspause gehen, wollte ich Ihnen noch zwei Dinge sagen. Erstens, die CDU in Niedersachsen, die CDU-Fraktion, diskutiert momentan, das wird sie als Biogasanlagenbetreiber vielleicht nicht hundertprozentig interessieren, aber vielleicht hat einer von Ihnen auch ein Windrad. Wir diskutieren momentan intensiv über das Thema Wind. Und zwar auch vor dem Hintergrund, dass wir glauben, dass Wind eine der ganz großen Säulen der Energiewende ist und auch bleiben muss. Da brauchen wir deutlich mehr.
Wir wissen um die Probleme, die ein Abstand von 1000 Metern zu Wohngebäuden hat, dass wir damit eine ganze Menge Potenzial ausschließen. Wir wissen aber auch, dass wir als Niedersachsen und als Deutsche manchmal die Abstände zu Nestern von Vögeln deutlicher definieren als die Abstände zur Wohnbebauung. Und da sind wir als CDU Niedersachsen so, dass wir das mittlerweile in Frage stellen. Wir glauben, die Energiewende kann auch nur dann gelingen, wenn man sich überlegt, dass man die Abstände zu Wind im Wald, zu Vogelnestern und zu anderen Dingen deutlich reduziert. Ich weiß, dass wir damit im Widerspruch sind zu einigen Naturschützern, aber wenn ich als Politiker abwägen muss, was mir wichtig ist, dann kann ich nicht dafür sorgen, dass die Menschen die Anlage direkt vor die Haustür gebaut bekommen, aber ich zu irgendwelchem Starnwald einen deutlichen Abstand halten muss. Also klare Botschaft an der Stelle, das, was wir 2011 mal gemeinsam einstimmig im Landtag formuliert haben, nämlich dass im Wald kein Windkraftrad stehen darf, das sind wir bereit aufzugeben. Das soll nicht bedeuten, dass wir einen wunderschönen Buchen-Urwald, den seit Tausenden von Jahren gibt, demnächst Windkraftanlagen stehen. Das soll aber bedeuten, dass man sich bei bestimmten Waldtypen darüber unterhalten kann, dass dort auch im Wald Windkraftanlagen stehen. Das ist vielleicht auch für die Waldbauern, die vom Borkenkäfer geplagt sind, eine Möglichkeit, die nächsten Jahre Geld zu verdienen. Wenn sie Flächen haben, die völlig gerodet werden müssen wegen dem Borkenkäfer, können sie da vielleicht die nächsten 60, 70, 80 Jahre keinen Ertrag haben. Und das Thema Photovoltaik, auch da ist es ja so, dass wir im Rahmen der Freiflächen-Photovoltaik gewisse Restriktionen haben. Auch in diesem Thema haben wir uns intensiv mit dem Umweltministerium unterhalten. Und ich deute mal ganz vorsichtig an, dass man auch in dem Bereich zu Überlegungen kommt, die dazu führen könnten, dass man diese strikte Position auch wieder aufgibt. Dass man auch da erkennt, wir brauchen einfach das Potenzial. Und in der Abwägung, das haben wir neulich mal mit dem Umweltminister diskutiert, wenn ich irgendwo eine Fläche habe, die für einen Landwirt schwer zu bewirtschaften ist und wo bislang nur mit Mühe und Not irgendwelche Früchte angebaut werden, wo es im Frühjahr schwer ist, die da reinzubringen und im Herbst schwer ist, die da rauszuholen, dann ist es doch für alle Beteiligten vielleicht besser, wenn ich da eine Freiflächen-Photovoltaikanlage hinbaue, wenn ich den Boden darunter in Ruhe lasse, wenn die Insekten die Chance haben, sich da prächtig zu tummeln und zu vermehren. Und wenn ich dann aber Energie produziere, ist doch eigentlich an der Stelle allen geholfen und der Bürger nimmt es auch positiv zu. Also da sage ich Ihnen mal vorsichtig, da wird sich was entwickeln. Ich glaube auch, dass wir deutlich mehr Photovoltaik auf Dächern brauchen, aber die haben alle bislang die Chance gehabt, das auf Dächern zu machen. So richtig ins Schwung gekommen ist das auch nicht. Und wenn es dann Landwirte gibt, die Photovoltaik auf Freiflächen machen wollen, sage ich mal, dass ich da erkenne, dass man sich darauf öffnen will. Also wir sind als Niedersachsen da nicht diejenigen, die verbohrt sind und die Energiewende blockieren und abbremsen wollen. Und wir haben schon an gewissen Punkten erkannt, dass man sich da verändern muss. Wenn man das Problem lösen will, muss man auch bereit sein, bestimmte Positionen zu hinterfragen. Das ist Aufgabe von Politik. Da sage ich Ihnen mal zu, dass das Jahr 2020 ein ganz spannendes werden wird, auch auf der Landesebene. Mal als Fazit unserer Podiumsdiskussion mit, dass wir hier sehr viel positive Aufbruchsstimmung generiert haben und hoffentlich diese auch jetzt nach Berlin tragen können, ins BMWi tragen können. Da waren wir uns doch relativ einig. Vielleicht nochmal, aber weil eben so viel positive Aufbruchsstimmung in der Vergangenheit dann eben leider auch dazu geführt hat, dass als Ergebnis nur eine Überregulierung herausgekommen ist, ja, die uns als Branche und die Energiewende im Ganzen vielleicht auch nicht weitergebracht hat, die Betreiber aber sehr stark belastet. Ja, und neben den monetären Fragen, die sich die Betreiber stellen, ist eben auch diese regulatorische Belastung, diese ganzen Meldepflichten und so weiter, ein zweites großes Thema. Und deswegen möchte ich vielleicht nochmal als Schlussfazit von Ihnen wissen, kurz in einem Satz in die Runde. Glauben Sie, dass wir vielleicht auch mal deregulieren werden in Zukunft? Ich habe da nochmal die Hoffnung, dass wir unser Leben hier auch nochmal verstanden bekommen und alles, was in Hongkong dran hängt. Darauf fangen Sie doch vielleicht einfach mal an. Also ehrlich gesagt glaube ich nicht daran, dass wir das Ziel erreichen, dass wir sehr stark deregulieren werden. Es wäre wünschenswert, klar, dass es einfacher wird. Aber man sieht, das EEG 2017 an sich ist einfacher wie manches EEG im Bürger. Also es ist durchaus möglich, dass manche Dinge einfacher werden. Man muss auch dieses EEG 2017 zum Beispiel nicht groß verändern, sondern da geht es jetzt wirklich, sage ich mal, den Ausbaufall und die Höchstwerte. Das heißt, es ist
wird dann nicht automatisiert und komplizierter. Also es gibt schon einfache Wege, aber ganz allgemein, wenn ich sehe, was Deutschland, EU, wahrscheinlich auch weltweit läuft, wird die Menschheit, glaube ich, prädestiniert dafür, Sachen immer komplexer zu machen. Vielleicht aber auch hat das was mit zu tun mit Wohlstand. Man sieht, wir sind natürlich immer komplexer, sondern wir auch verbunden in Deutschland mit Wohlstand, sonst geht es ja nicht schlecht. Muss man natürlich auch verbinden. Also ich glaube, es gibt in manchen Regionen in Afrika viel weniger Regulierung, aber ob es dann wirklich schöner ist, für den Einzelnen ist natürlich die Frage. Will es hier die Regulierung nicht schön bringen? Es gibt sicher viele Punkte, wo man es einfacher machen würde. Eine Hausaufgabe würde ich der Politik, gerade auch Niedersachsen, noch mitgeben, das wäre das Thema AWSV. Da geht es um den Wasserschutzgenehmigung bei Biogasanlagen. Und das ist momentan in der Novelle am Laufen. Also es läuft aktuell, es wird auch die Länderbefragung dann kommen, werden auf die Länder auch noch zugehen. Und da geht es darum, inwieweit es einen Unterschied gibt zwischen JGS-Behältern, also ganz typischen Güllebehältern und Biogasbehältern. Wenn ich als Ziel habe, Gülle in Biogasanlagen zu gewähren, aus klimaschutzpolitischen Gründen, kann es nicht sein, dass wenn ich mit meinem Nachbarn eine Kooperation habe, seine Gülle nehme, vergäre, also in den wassergefährdenden Eigenschaften nichts ändere, es ihm dann zurückgeben will, er es dann nicht darf. Die AWSV sieht momentan vor, dass da das Weiß ich aus seinem Behälter auch eine Biogasanlage wird, mit Sachverständigenpflicht und Umwallung. Das macht zum Beispiel auch keinen Sinn, das ist Bürokratie, die ist dann wirklich nicht sinnvoll und verhindert dann auch das, was man eigentlich will, auch aus umweltpolitischer Sicht. Also ich erlebe das manchmal, dass aus den Ministerien Vorschläge kommen für Gesetzesänderungen oder komplett neue Gesetze und dass die erstmal in der ersten Entwurfsfassung relativ schlank sind, manchmal. Und dann ist es aber so, dass es verschiedene Lobbyinteressen gibt von verschiedenen Akteuren oder Untergruppen von Akteuren, die sorgen dann dafür, dass bestimmte Ausnahmen reinkommen. Und diese Ausnahmen blähen das dann auf und dann wird es immer komplizierter und so weiter. Deswegen, glaube ich, gibt es viele verschiedene Ursachen dafür, dass Gesetze und Regelwerke kompliziert sind. Und manchmal ist es, dass man sich vielleicht nicht einigen kann mit einem Koalitionspartner und dann Kompromisse macht und sagt, okay, dann gilt das halt nur für die einen und nicht für die anderen. Und manchmal ist es aber auch so, dass dann eine Interessengruppe zu Recht oder nicht zu Recht auf einen zukommt und sagt, ja, aber bei uns müsst ihr eine Ausnahme machen. Also insofern, ich würde es auch gerne haben, dass es möglichst einfach ist. Ich sehe im Augenblick aber jetzt auch nicht, dass wir in diesem Jahr viele Vereinfachungen hinkriegen, wo ich glaube, wo wir beispielsweise mit sehr viel weniger Ausnahmen auskämen oder klar kämen, ist das Thema Gebäudeenergiegesetz. Das ist das, was mich jetzt auch in den nächsten Wochen auch sehr intensiv beschäftigen wird, weil die Bundesregierung das vorgelegt hat und jetzt in den Bundestag einbringt und leider es überhaupt nicht zielführend ist für Klimaschutz, sondern eher das Gegenteil produziert. Und das ist ein klassisches Beispiel, wo man sagt, man könnte es viel, viel einfacher machen. Aber offenbar sind da viele Köche, die dann den Brei insgesamt verderben. Und ich glaube, dass wichtig ist insgesamt, dass am Ende das Richtige rauskommt, also dass am Ende das Ziel erreicht wird. Und ob das jetzt mit viel oder wenig Regulierung möglich ist, das ist für mich dann erst die zweite Frage, sondern das Wichtigste ist, dass wir die Klimaziele erreichen, dass wir dabei möglichst viele Menschen auch die Möglichkeit geben, Teil zu sein von dieser Energiewende, weil das ist das, was ich super beeindruckend finde, wie die Energiewende sich in den letzten 20 Jahren in Deutschland entwickelt hat, nämlich dass Tausende, Zehntausende von Landwirten selber mitgemacht haben, dass sich Bürgerenergiegenossenschaften gegründet haben, die Wärmenetze gebaut haben, die Solaranlagen auf die Schuldächer gesetzt haben, die Bürgerwindparks gebaut haben. Das finde ich total beeindruckend. Das gibt es nirgendwo in dieser Dimension sonst auf der Welt. Und das finde ich ist ein Riesenverdienst von all denjenigen, die gesagt haben, ja, wow, ich mache mit bei der Energiewende, ich finanziere mit, ich plane mit. Sonst wären wir überhaupt noch nicht an dem Punkt, an dem wir gerade sind. Und dafür meinen ganz herzlichen Dank. Ich glaube, dass das, was wir erleben an Regulierung, an Bürokratie, dass das auch Ausdruck unserer Zeit ist. Sie haben es vorhin so wunderschön gesagt, Herr Rau, wir leben hier im Wohlstand und wir erlauben uns da ganz viele Dinge. Das ist nicht nur in der Politik und in der Verwaltung, das erleben Sie auch in den kleinsten WhatsApp-Gruppen, die Sie auf
lokaler Ebene haben mit Nachbarn, Verwandten, Bekannten, wo man früher mal in der Lage war zu sagen, machen wir dieses oder jenes, kommen dann auch 5 weitere Vorschläge, was man noch machen könnte am Wochenende. Oder wenn irgendwo für eine Hochzeit gegrenzt werden muss, war das früher relativ einfach, Treffen, Grün besorgen und so, dann wird heute mit überlegt, muss man es nicht so machen oder so, oder andere machen es aber anders. Also ich glaube, das ist menschlich. Die kurze Antwort auf Ihre Frage, ob ich daran glaube, dass wir die Regulierung erleben werden, wäre ein Wort mit 4 Buchstaben gewesen, nämlich nein. Ich habe Kollegen, die ehrlicherweise mittlerweile über 2 Dinge, wenn sie abends mit Bürgern sprechen, nicht mehr reden. Das eine ist Bürokratieabbau, das andere ist Breitbandausbau. Weil sie bei beiden Feldern erleben, dass sie hinterher Diskussionen führen mit Menschen, die sagen, habe ich aber alles anders erlebt. Ich glaube, dass wir mit dem Wohlstand indizierten Bürokratiekram leben müssen. Das müssen wir lernen. Dann können wir immer wieder versuchen, 2, 3 Dinge zu senken, aber andere bauen sich wieder auf. Ich erzähle dann immer gerne die Geschichte von dem Minister, der abends noch am Ministerium rumfleucht und Praktikanten aufscheucht und ihn fragt, was machen Sie eigentlich noch hier? Ja, ich habe doch den Auftrag, ich soll mal unten das Archiv aufräumen. Das ist eine wunderbare Sache. Ganz alte Sachen, über 100 Jahre alt, die müssen da mal drin weg. Da sagt der Praktikant, bin ich gerade dabei, komme auch ganz voran. Und sagt der Minister, aber tun Sie mir eingefallen, bevor Sie das wegschmeißen, machen Sie von allem, was Sie finden, eine Kopie. Das beschreibt vielleicht so ein bisschen, wie es uns geht, aber ich schließe mich Frau Verlinden an. Ich glaube, wir können total stolz sein auf die ganz, ganz vielen Menschen in Deutschland, die gesagt haben, ich begreife Energiewende auch als Chance. Ich hole mir das ein Stück weit zurück. Wir haben ja vor vielen 80, 100 Jahren mal auch eine relativ dezentrale Energie gehabt. Die ist dann wieder über die Jahre durch Akkumulation relativ zentral geworden. Die Energiekonzerne hatten das alles für sich so aufgeteilt und haben klar für sich entschieden, du machst das und ich mach jenes. Ich glaube, diese Energiewende war auch für viele wieder die Chance zu sagen, ich produziere meine Energie auch selber, ich nehme da eigenes Kapital in der Hand. Beobachte momentan relativ interessiert so eine Crowd-Investment-Plattform, wo ich feststelle, wie populär da es ist, sich an irgendeinem Windkraftrad zu beteiligen, an einer Biogasanlage, an einem Photovoltaikkraftwerk. Ich glaube, dass die Menschen da erkennen, dass sie jetzt auch selber eigenes Geld und eigene Konzepte in die Hand nehmen müssen. Also bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ich glaube, damit kann die Energiewende gelingen. Und ich wiederhole nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, wenn es dazu auch einen Anstoß Richtung Berlin braucht, dann sind wir in Niedersachsen bereit, diesen auch zu geben. Wir sind auch bereit, unseren Kollegen dort mal freundschaftlich auf die Schulter zu klopfen. Und wenn das nicht reicht, dann gibt es einen Tritt ins Knie. Ja, ich mag, man möchte es auch kurz halten, vielleicht mal so übergeordnete Sicht der Dinge. Wir müssen uns klar sein, unser Leben ohne Regeln geht im menschlichen Zusammenleben nicht. Natürlich nicht. Ich würde mir aber ganz ehrlich eine Deregulierung an manchen Stellen wünschen, denn wir haben aufgrund dieser Wohlstandsthematik, haben wir jetzt momentan ein Regularienlevel erreicht, wo eigentlich keiner mehr so richtig durchblickt an manchen Stellen und wo es auch sich widerspricht. Da müssen wir uns mal ganz klar sein. Und das geht mir jetzt nicht im landwirtschaftlichen Bereich vielleicht so, sondern in meinem täglichen Arbeitsleben. Manchmal kann ich mir aussuchen, Geldstrafe oder Gefängnis. Und ich kann eigentlich gar nichts dagegen tun. Und keiner kann mir sagen, wie ich denn das, was mir da regeltechnisch vorgelegt wird, umsetzen soll, weil es teilweise gar nicht geht. Und sagt man, es kommt drauf an und es kommt nachher auf Gericht an. Also wie toll. Geht Ihnen als Betreiber ganz genauso. Sie können sich manchmal aussuchen, Güllelager überlaufen lassen oder ausbringen, obwohl ich noch gesperrt bin. Muss man ganz klar sagen. Und vielleicht würde es uns an der Stelle wohltun, vielleicht die Regeln, die wir da haben, sachlich zu überdenken und an verschiedenen Stellen es einfach wieder auf den Level zu bringen, dass sie auch wieder umsetzbar sind und den Leuten auch ihre Sicherheit zurückzugeben, dass man auch Dinge umsetzen kann. Danke. Pessimistisches Fazit zur Regulierung, aber ein sehr positives Fazit zum Ziel der Energiepolitik. Damit darf ich mich schon mal bei Ihnen recht herzlich bedanken für diese angeregte Diskussion. Ich gucke mal kritisch zu unserem Marketingchef, wie wir in der Zeit liegen, ob wir noch Gelegenheit haben, hier nochmal Publikumsfragen zu ermöglichen. Ja? 5 Minuten. Also wenn Fragen aus dem Publikum, fangen einfach von links nach rechts an. Das Mikrofon kommt. Frau Dr. Verlinden,
Sie haben sich positiv gegenüber Biogas ausgesprochen, das finde ich toll. Wenn man allgemein Statements von grünen Politikern hört, wird aber unter Biogas fast ausschließlich verstanden, dass man Biogas gewinnen möchte aus Gülle, Mist und Blühpflanzen. Gülle ist 95% Wasser, der Rest wurde schon mal verdaut. Mist ist überwiegend Stroh, was verholzt ist und nicht ganz viel rauskommt. Und bei Blühpflanzen, wenn wir da größere Mengen Energie für, daraus erzeugen wollten, bräuchten wir riesige Flächen, die das heutige Flächenpotenzial weit überschreiten. Wie stehen Sie persönlich zu der wie bisher durchgeführten Nutzung von Anbau-Biomasse? Denn wir hier im mittleren östlichen Niedersachsen haben nicht die Viehbestände wie in Weser-Ems. Das heißt, wenn es heißt Anbau-Biomasse, in erster Linie Mais, andere Pflanzen, sind nicht mehr gewünscht, können wir unsere Biomasseanlagen stillen. Ja, vielen Dank für die Frage. Bei der offiziellen Grünpositionierung lässt sich das so erklären. Und zwar ist unser Konzept ja, wenn wir die 100% erneuerbare Energiewelt wollen, dass wir auf jeden Fall Biogas auch weiter brauchen, um eben Sonne und Wind auszugleichen. Und deswegen wollen wir auch die installierte Leistung verdoppeln. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Gigawatt, die auf Biogas beruht, um genau diese Funktion zu erfüllen. Und was wir allerdings, ich sage jetzt mal so als Kompromiss, als Grüne, außerdem sagen, ist, dass wir gleichzeitig aber nicht die Fläche, die im Augenblick für Biomasse genutzt wird, vergrößern wollen. Das heißt, wenn die Fläche, die im Augenblick für, Sie haben es genannt, Anbau und Biomasse genutzt wird, wenn man da nochmal guckt, kann man die vielleicht effizienter nutzen, kann man zusätzlich noch mehr Reststoffe dazu mischen, sozusagen dann beim Substrat, was man dann vergärt, dann sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Level, sodass wir sowohl die Fragen nach, wofür nutzen wir das wenige oder die wenige Fläche, die wir in Deutschland nun mal haben, und wie schaffen wir trotzdem die Energiewende, kommen wir da auf einen ganz guten Weg. Und das ist die Position, die ich teile und die auch die offizielle Position der Grünen ist. Ja, Jörg Düffelsegel aus dem Kreis Gütersloh, Biogasanlagenbetreiber, die Chance nutzen, einfach auf einen Missstand hinzuweisen. Wenn wir die Energiewende wollen, dann wollen wir alle Photovoltaik. Und auf dem eigenen Betrieb geht es mir so, dass es oft so ist, man hat die Biogasanlage, da steht die Photovoltaikanlage auf dem Dach, man hat vielleicht einen Schweinestall, das sind dann in der Regel nicht personengleiche Gesellschaften, das ist steuerlich so gewollt. Und wenn ich dann den Photovoltaikstrom von meinem Dach nutzen will, dann funktioniert das eben einfach so nicht. Oder ich muss EEG-Umlage bezahlen anteilig, und ich finde, das kann einfach nicht richtig sein. Da ist ein Systemfehler. Erneuerbare Energienstrom auf dem eigenen Dach produziert, der noch nie das Netz gesehen hat, den ich selber verbrauche, warum soll ich für den eine EEG-Umlage bezahlen, mit der ich eigentlich die erneuerbaren Energien wiederum fördern will? Also das ist eine Bremse im System, die unbedingt ausgeschaltet werden muss. Und das möchte ich einfach hier nutzen, dieses Podium, dass Sie das mitnehmen in die Gremien. Da sind wirklich noch Bretter zu bohren, da müssen wir anders vorgehen, sonst schaffen wir die Energiewende nie. Also das zeigt unbedingt, unsere Forderung war ja auch als Grüne immer, dass also diese Sonnensteuer, die wurde in der letzten Legislaturperiode ja eingeführt, dass man also auf selbstproduzierten Strom EEG-Umlage zahlen soll, ab 10 Kilowatt Peak. Und das fanden wir total unerklärlich als Grüne und haben das auch kritisiert. Und wir würden die auch gerne wieder abschaffen, die sogenannte Sonnensteuer. Glücklicherweise wurden wir jetzt aus Brüssel darin bestärkt, das zu tun, weil die erneuerbaren Energienrichtlinie ja sagt, also wir als EU finden das toll, wenn Menschen vor Ort dezentral erneuerbaren Strom produzieren. Die sollen den besser selber nutzen können, ohne Abgaben und Umlagen zu zahlen. Die sollen den auch verteilen können in ihrer Nachbarschaft, ohne dass das überreguliert und kompliziert wird. Insofern haben wir viel Rückendeckung aus Brüssel, um da nochmal nachzusteuern und da entsprechend auch zu unterstützen.
Ich glaube, diese Debatte wird auch in diesem Jahr nochmal hochkommen, weil auch dafür hat Deutschland ja eine Deadline, bis wann das aus Brüssel umgesetzt werden muss, eben genau diese BürgerInnen-Aspekte bei der Erzeugung von erneuerbaren Energien. Ich kann es kurz machen, ich teile das. Kann ich auch keinem erklären. Ja, ich darf kurz die Chance auch nochmal nutzen, um auf den Zubau der Gaskraftwerke einzugehen. Ich behaupte, wir haben als Biogasanlagenbetreiber alle, die flexibilisiert sind, schon Gaskraftwerke. Und das müssen wir viel mehr nutzen. Hier auch in Süddeutschland besteht die Möglichkeit, die Biogasanlagenmotoren zu nutzen. Aber keine Redundanz, kein Vorwärts-Rückwärts. Es gibt nur unsere Einspeiseanlagen, ein paar, 200 vielleicht in Deutschland, die im großen Stile Biogas einspeisen. Aber die Rückverstromung in den sogenannten Dunkelphasen, wo es kein Wind und keine Sonne gibt, das ist nicht möglich. Das ist, da kämpfen wir auch nicht genug für, dass wir als Biogasbranche eigentlich die Chance haben, in diesen Zeiten auch Gaskraftwerke zu ersetzen. Und das, da brauchen wir eigentlich nicht groß neue Gaskraftwerke bauen. Ich will nicht abstreiten, dass es vielleicht hier und da mal nötig ist, aber in das ganze Potenzial, was wir durch unsere Flexibilisierung genutzt haben, das nutzen wir nicht. Das müssen wir aber auch als Branche selber noch mehr sagen und auch mehr selber tun. Viele können es nicht und müssten sich dann auch hin entwickeln. Aber es gibt schon einige, aber die dürfen nicht. Das sollte man nutzen, dieses Potenzial, das wir einfach schon haben und nicht noch neue Gaskraftwerke bauen. Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt eine Frage machen wir noch, genau. Ich habe noch was zu der Verwaltung, und zwar die Störfallverordnung als Beispiel. Mhm. Wir wohnen in der Nähe der Gaseinspeisung der Nord Stream 1, das ist, glaube ich, das größte Erdgaslager in Europa. Das unterliegt nicht der Störfallverordnung, aber jede kleine Biogasanlage unterliegt der Störfallverordnung. Und damit hat die Verwaltung eigentlich Freiheit, sie können jede Biogasanlage, ich sage mal, bis ein irgendwie locker wirtschaftlich vor die Wand fahren. Mit dieser Störfallverordnung. Das ist überhaupt kein Problem. Und das kann so nicht sein. Wenn wir jetzt darüber diskutieren wollen, über Sinn und Unsinn der Störfallverordnung, kann ich Ihnen versprechen, das Mittagessen fällt aus. Ich habe mich mal intensiv im Zusammenhang mit der 2014 explodierten Chemiefabrik da in Ritterhude mit diesem Thema beschäftigt und habe da ganz viele Dinge entdeckt, die Sie auch gerade geschrieben haben. Einzelne Details kann man nicht erklären. Kleinere werden dann verliert und große können was machen und fragen sich dann hinterher, wie konnte das eigentlich funktionieren. Ich nehme auch das mal mit, weil auch das häufiger mal auch vom Fachverband oder beziehungsweise Landesverband Erneuerbare Energien in Hannover von Frau Weilberg auch vorgetragen wird. Wir müssen da, glaube ich, auch bei den Ministerien noch ganz viele dicke Bretter bohren, weil es dort Beamte gibt, die im Zweifel sagen, wenn ich mein Leben lang wenig genehmigt habe und wenig Risiko gegangen bin, dann bin ich ein erfolgreicher Mensch. Ich glaube, wir müssen dieses Denkschema ändern. Derjenige, der was wagt, der kann es ändern. Ich kann Sie beruhigen, das Mittagessen fällt nicht aus. Sie haben auch dort nochmal Gelegenheit, an unsere Diskutanten sicher im Einzelgespräch nochmal Fragen zu stellen. Ich danke erstmal nochmal allen recht herzlich, dass Sie uns zur Verfügung gestellt haben und danke für das angeregte Gespräch und dass Sie auch Klaus